Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur CTEX Magic World. Ja, willkommen zurück, meine Lieben. Und zwar möchte ich am Anfang ein paar Worte verlieren über drei verschiedene Probleme, die ich öfters immer mal wieder gefragt wurde. Und zum einen die Armor von Somic Tinkers, also der Helm besonders davon. Der letzte, den man sich craften kann, funktioniert auf jeden Fall im Singleplayer zu craften. Es gab ja wohl die ein oder anderen Probleme auf dem Server, das zu craften. Ich bin gerade ein bisschen am Testen und ich hoffe, dass wir das Problem dann beheben können. Und wenn ich das Problem behoben habe, dann werden wir das natürlich auch eben mal ganz kurz bekannt geben, woran es dann gelegen hat auch. Also wie gesagt, im Singleplayer habe ich es getestet soweit und da funktioniert das auch. Also wird es normalerweise auch im Multiplayer eigentlich dann zu craften sein. Ich weiß nicht, ob jemand das Problem auch sonst im Singleplayer schon gehabt hat. Ich gehe mal gerade davon aus, dass das jetzt alles nur Probleme auf einer Multiplayer-Welt gewesen sind. So, die zweite Sache sind die Seeds, und zwar die Sugarcane Seeds hier draußen. Und zwar gibt es da das folgende Problem mit Magical Crops. Wenn wir das Ganze hier ernten und das Ganze mal aufsammeln, ich pflanze das schon mal wieder nach, dann haben wir hier wie folgt Sugarcanes mit der ID 338.1, was nicht die originalen Minecraft Sugarcanes sind, weil die haben nicht diese Doppelpunkt 1, und auch wenn ihr sie hier reinlegt und versucht damit zu craften, kriegt ihr keine Rezeptanzeige. Das ist ein Bug in der in Magical Crops, der leider noch nicht behoben ist. Also ich habe nach Update schon geschaut, gibt es leider noch kein Update für. Der Fehler wurde auf jeden Fall schon mal dem Mod-Ersteller gemeldet und ich hoffe, dass es dann dementsprechend bald da auch ein Update für gibt. Eine Lösung, wie ihr das ganze Problem lösen könnt, habe ich natürlich auch schon für euch rausgefunden. Und zwar folglicherweise, zum Beispiel in einer Kiste habt ihr normale Sugarcanes drin. Das muss natürlich noch ein offener Stack sein, da darf Platz drauf sein, und wenn ihr dann die kaputten Sugarcanes sozusagen reinlegt, dann stacken die sozusagen da einfach drauf und übernehmen dessen IDs und sind dann natürlich auch wieder zum Craften zur Verfügung. Das ist zum Beispiel eine Lösung, wie ihr das Ganze wieder zurückverwandeln könnt. Ist ein bisschen umständlich, ich weiß, aber momentan kann ich es nicht anders lösen. Ich habe in den Configs geschaut, da gibt es leider auch keine Einstellung. Das ist also wirklich irgendwo im Programmcode des Mods ist der Bug wohl versteckt. Ich habe es gerade mit Barrels nochmal ausprobiert, da klappte das nicht. Eine andere Lösung, die mir jetzt noch so eingefallen ist, wären vielleicht die Deep Storage Units von Mine Factory Reloaded. Die könnten das Problem, weil die auch eine Ore Dictionary haben, eventuell auch lösen. Das heißt, da legt ihr einfach eine normale Sugarcane rein und könnt dann sozusagen da die anderen vielleicht reinpumpen und dann müssten sich vielleicht die IDs auch anpassen. Wie gesagt, das habe ich noch nicht getestet, wäre aber noch so ein Lösungsansatz, den man eventuell ausprobieren können. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach beigehen und beim Ernten einfach eine normale Sugarcane, eine heile, schon mitnehmen. Und wenn ihr dann was erntet und das dann aufhebt, verwandelt sich das auch automatisch, wie ihr seht, in die richtige Sorte dann. Deswegen ist mir das auch noch nicht so aufgefallen, weil die sich hier ja noch alle vernünftig gestackt haben. Und wenn euch das hier jetzt hilft, dann hoffe ich da mal, dass wir bis dahin eine geupdatete Version bekommen und dass das Ganze dann funktioniert. Die zweite Sache wurde ich öfters gefragt, wie kann ich mit dem Morph-Mod umgehen, beziehungsweise wie funktioniert der Morph-Mod, was sind das für Tasten und wo kann ich die Tasten einstellen. Also ihr geht unter Controls, habt ihr gerade gesehen, und dann scrollt ihr so weit runter, fast bis ganz nach unten, und da findet ihr diese Zeile in eckigen Klammern Morph und dann Click for Keybinds. Wenn ihr da einmal auf Next klickt, dann kommt ihr sozusagen in die Keybinds-Konfiguration vom Morph-Mod. Und folgende Tasten benutze ich immer ganz gerne, hier die hier oben, wobei sich die auch immer wieder komischerweise abändert. Das sind meine Maustasten, die Maus-Innentasten. Select Up, beziehungsweise eigentlich nehme ich gerne Select Down, und da nehmen wir mal Links-Shift oder mal ganz kurz, nehmen wir mal hier Ü oder so. Wobei das ja wieder nach englischer Tastatur wäre, ist also Semikolon. Ist ja aber auch egal. Wie gesagt, das ist meine Innentasten und das ist auch meine Innentaste. Die beiden benutze ich eigentlich immer. Alles andere lasse ich eigentlich so, wie es hier eingestellt ist. Wenn ich dann mal jetzt wieder zurückgehe, dann Back to Game natürlich. Nicht, ich werde nicht aus dem Spiel raus. Und wenn ich jetzt meine Innentaste hier einmal drücke, die eine,
also die jetzt oben links war, die, dann kann ich hier sozusagen durch das Menü durchscrollen. Das funktioniert aber auch ganz gut mit, ja, mit dem Mausrad. Und eine Option möchte ich euch natürlich auch noch an Herz legen. Die könnt ihr natürlich auch gleich mit machen. Einen Augenblick, da gehe ich nochmal ganz kurz in die Config rein. Ups, nein, da wollte ich jetzt nichts dran ändern. Oh, ich hoffe, das hat sich jetzt nicht umgeschaltet. Ah, Button 1, ich weiß gerade mal gar nicht, was das war. Einen Augenblick, was war denn das? Select Cancel. Ich glaube, das war Escape. Ja, das musste Escape gewesen sein. Und zwar könnt ihr natürlich auch das hier, Select Right. Und dann nehme ich mal dann auch die Innentaste, beziehungsweise hier dann das. Und wenn ihr nämlich Shift drückt, dann könnt ihr gleich Folgendes machen. Einen Augenblick, ich gehe nochmal ganz kurz eben schnell zurück. Also, zum einen, ihr könnt hier sozusagen hier mit runtergehen. Und wenn ihr jetzt die Shift-Taste drückt, also wenn ihr sozusagen sneakt und die Taste drückt, dann könnt ihr hier zwischen den verschiedenen Farben oder Monstern wählen, falls da verschiedene aufgeführt werden. Oh, jetzt haben wir auch so einen dicken Ghast hier drin. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Hatten wir nicht auch schon mal eine Fledermaus? Ich meine, dass wir auch letztens doch eine Fledermaus gekillt haben. Oder habe ich die nicht erwischt? Scheinbar habe ich die nicht erwischt. Den hier würde ich ganz gerne entfernen. Kann man einfach mit der Entfernen-Taste drücken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas nicht haben will. Hier zum Beispiel die Endermans oder so würde ich nicht haben. Dann kann ich die einfach mit Entfernen wegmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, den Slime, den möchte ich als Favoriten haben. Dann drücke ich jetzt die andere Taste, die unten rechts konfiguriert wurde. Dann wird ja jetzt sozusagen ein Stern eingereicht. Wenn ich das Ganze jetzt mal mit Escape wegmache und ich drücke jetzt mal meine Favoritentaste jetzt hier im normalen Menü gedrückt, dann bekommt ihr hier so einen schönen Kreis. Und jetzt könnt ihr sozusagen hier so ein bisschen hin und her wackeln, bis ihr sozusagen auf die andere Position kommt. Und dann habt ihr euch sozusagen in einen Slime verwandelt. Cool, oder? Und wenn ihr die Taste wieder länger gedrückt bleibt, dann seht ihr, kann ich jetzt hier unten zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel CTEC LP ausgewählt, jetzt habe ich da unten wieder diesen Slime ausgewählt. Und so habt ihr so ein kleines Favoritenmenü und könnt relativ schnell zwischen euren Lieblingssachen hin und her morphen. So, ich hoffe, das mit dem Morph-Mod ist jetzt dementsprechend einigermaßen klar geworden. Und wenn noch Fragen dazu sind, könnt ihr natürlich gerne fragen. Dann beantworte ich die natürlich weiterhin sehr, sehr gerne. Aber ich wollte es einmal gezeigt haben. Weil halt da doch sehr viele Fragen jetzt in letzter Zeit kamen. So, zu Anfang wollte ich mal ganz kurz, dass wir im Keller und so uns die Sachen bauen. Das Problem ist, ich habe noch keine Zeit gefunden, Wolle zu farmen. Das heißt, da werden wir jetzt mal gleich eben schnell kurz in den Magical Wald gehen. Da werden wir auf jeden Fall einiges an Wolle finden, beziehungsweise hinten bei der Farm. Ihr merkt, ja, ich konnte jetzt leider nicht so viel vorfarmen, wie ich das sonst immer gerne mal mache. Aber ich denke mal, wir kriegen das heute trotzdem hin, dass wir die Sachen gebaut bekommen. Wie gesagt, einmal schnell kurz eben etwas Wolle gefahren. Oh, das hat doch ziemlich lange gedauert. Ich dachte nicht, dass sich das so lange hinzieht. So, einmal hier Wolle, einmal dort Wolle. Und dann gehe ich nochmal ein paar Schafe besorgen. Eventuell nehme ich mir nochmal, ich nehme nochmal ein paar Bottles mit. Und bottle vielleicht nochmal das ein oder andere Schaf. Auf jeden Fall zwei, ah, nee, das sind die falschen. Auf jeden Fall zwei Stück wären nicht verkehrt. Ah, zwei Schafe nehmen wir uns noch extra mit. So, und dann, wie gesagt, hier hinten stehen eigentlich einen ganzen Haufen. Ah, da sehen wir schon die ersten Schafe. So. Einmal geschert und einmal wieder mitgenommen. Wunderbar. So, dann suche ich mal eben ganz kurz noch ein paar Schäfchen hier. Das geht ja eigentlich relativ zügig. Dann craften wir uns gleich dementsprechend einfach noch ein paar Teleporter beziehungsweise ein paar Elevators von oben nach unten, dass wir dort immer vernünftig rauf und runter kommen zu unserem neuen System, was wir da unten aufbauen. So, ich denke mal, das reicht an Wolle. 16, vielleicht auch nicht. Wir brauchen nochmal 8. Okay, dann hole ich noch, versuche ich nochmal ganz kurz hier eben schnell noch was zu besorgen. Hier sind die ganzen Kühe. Ach, nehme ich noch ein bisschen Leder mit, warum nicht? So, wenn wir hier gerade schon mal dran vorbeilaufen. Warum haben wir denn die ganzen Schafe gelassen? Ich glaube, das war hier so die Kuhfabrik. Ich glaube, die Schafe stehen echt weiter hinten im Magical Wald. Warum laufe ich denn hier in den Sumpf rein? Ich habe keine Ahnung. So, da war der Spawn. Das heißt, ich gehe nochmal in die Richtung. Da war gerade noch ein Schaf. Ja, in dem Magical Wald stehen definitiv mehr Schafe. So.
Haben wir hier noch vielleicht noch das ein oder andere Schäfchen vielleicht, bitte. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Wolle. So, ein bisschen Beeilung, denn ich muss noch alles an Vorbereitungen treffen für heute Abend. League of Legends Community Wars ist mal wieder langsam angesagt. So, hier hinten noch welche. Und ja, die ganze Problemlösung hat auch schon sehr, sehr viel Zeit wieder gekostet. Es ist nochmal ein bisschen mal hektisch, wenn man ein eigenes, ein eigenes Modpack sozusagen hat. Deswegen habe ich das bis jetzt eigentlich immer vermieden, aber es macht natürlich auch eine Menge Spaß, weil man sich sozusagen seine eigenen Mods, wie man sie dann gerne hätte und wie schwer man es dann auch ganz gerne hätte, selber zusammenstellen kann. So, das sollte an Wolle hoffentlich reichen. Ich habe hier noch ein bisschen andersfarbige Wolle, weil die schwarze möchte ich noch ein bisschen behalten, nämlich grau und weiß. Sehr schön und dann probieren wir das mal hier kurz aus. Brauche ich noch eine Enderpearl. So, das heißt also, da habe ich schon mal einen Elevator. Und dann mache ich mir halt noch zwei weitere. Dann kommen wir von unten nach oben. Und, stopp, da will ich nicht mehr rein, sondern hier will ich noch kurz rein. Die bringen wir dann später noch zur Farm. Aber wie gesagt, das erste ist erstmal das hier. Und zwar, gehe ich mal hier runter. Und zwar ist es dann der Block. Ups, das war jetzt ein bisschen zu schnell und zu viel auf einmal. Okay, da hat sich gerade Wasser gestaut. Den brauche ich, das brauche ich momentan nicht. So, dann gehen wir jetzt hier erstmal einmal raus. Dann haben wir hier den Block. Und dann bräuchte ich noch diesen Block. Und jetzt können wir uns sozusagen ja, nach unten, beziehungsweise ganz einfach nach oben teleportieren, so wie wir es ganz gerne kurz hätten. Wunderbar, so wollte ich das haben. Und jetzt müssen wir das Ganze unten aufbauen. Also, was wir brauchen, ist erstmal ein bisschen mehr Platz. Und ich würde das Ding gerne, beziehungsweise die ganze Reihe dieser Quantum Networks in diese Reihe aufbauen. Und deswegen gehe ich mal oder baue ich mal sozusagen hier ein Stück weiter rein. Ich wollte den Keller ja eigentlich auch noch ein bisschen vorbereiten, hatte ich aber auch leider keine Zeit mehr für. Ja, so ist das halt, wenn man dann so ein bisschen am Arbeiten ist. Das geht dann nicht immer alles. Uah, da ist noch Wasser. Dann muss ich dann mal gucken, wie ich das dort noch absperre oder ob ich vielleicht hier eventuell die Decke noch einen höher mache, beziehungsweise einen niedriger später. Mal gucken. Wäre eventuell sinnvoll. Aber erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Das sollte erstmal reichen. So, hier gehe ich nochmal ganz kurz eben hoch. Da ist auch schon wieder was. So, dann mache ich hier sozusagen die Wand zu Ende. Ausgebessert wird halt noch, aber das werde ich dann offscreen kurz machen. Ich möchte euch natürlich erstmal zeigen, wie wir das Ganze aufbauen müssen. Und dafür nehmen wir uns jetzt erstmal die Quantum Field Rings und die Link Chambers. Ah, jetzt fällt mir auch gerade auf, was mir noch fehlt. Ich baue das Ganze trotzdem jetzt erst einmal ganz kurz eben auf. So, dazu machen wir uns sozusagen so einen schönen Ring. Und in die Mitte kommt so ein Chamber. Wunderbar. Und dann müsste sich das eigentlich das Netzwerk hier schon mit verbunden haben. Das ist schon mal sehr gut. Das zweite ist, ich brauche noch Strom. Und Strom werde ich mal in diese Richtung weiter einbauen. Und wie folgt mache ich das Ganze einfach mal so. Wie gesagt, der Keller wird noch ein bisschen größer nachher. Wie gesagt, noch schön angepasst. Aber fürs Erste sollte das erstmal hier auch so reichen. Und zwar, das Problem ist gerade irgendwie, dass ich, ich lege das Ganze mal ein bisschen eben anders. Da ich das eh nochmal umbauen möchte, nehme ich mir mal ganz kurz hier eben die Energieleitungen und werde das Ganze dann auch hier mal eben kurz wieder abbauen. So, und zwar muss Strom hier oben hin. Und zwar dann so und dann dorthin. Wie gesagt, schön sieht es jetzt gerade nicht aus. Ist jetzt erstmal nur zweckmäßig, damit wir das Ganze hier auch eben kurz hinbekommen. So, da die beiden dorthin. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit den drei, wahrscheinlich nicht mehr ganz,
Da muss ich noch ganz kurz gleich eben schnell welche bauen. Das werden wir später auch noch mit Ender.io machen, weil die Kabel einfach wesentlich schöner sind. Aber mir fehlen halt auch Enderperls. Dafür wird dann erstmal die Enderfarm dann gebaut demnächst. Ich muss ganz kurz eben gucken, waren die aus Copper und Lead oder so? Ach, das geht ja nur mit der Dings wieder hier oben. Wo haben wir euch denn? Fluiducts hätte ich ganz gerne. Das wären die, nee, mit Copper und, ah nee, das waren die Dings, die waren mit Lead, genau. Wunderbar, nehme ich nochmal ganz kurz 6 Stück mit. Sollte soweit funktionieren. Und das geht dann hier hoch. Das heißt, die laufen auch. Das Ding ist sozusagen jetzt angeschlossen, wird bepowert und dadurch, dass die hier jetzt leuchten, zeigt mir das Ganze auch an, dass die genügend Strom bekommen. Gut, das ist schon mal soweit in Ordnung. Das heißt also, ich brauche jetzt nur noch ein paar Energiezellen. Für auf der anderen Seite für Somcraft. Und was ich noch eben schnell mir baue, ist ein Access Point, um zu schauen, ob ich auf das System zugreifen kann. Da muss ich mal ganz kurz gucken bei Applied Energistics, was brauchen wir dann für einen Access Terminal. Das ist der Crafting Monitor. Da haben wir den Access Terminal. Da brauchen wir so eine Conversion Matrix. Können wir uns einfach bauen. Da haben wir ihn und dafür habe ich auch soweit alles. Wunderbar. Dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, korrekt. Ich habe ein paar Fluiducts. Etwas Energie könnte ich mir noch eben, oder beziehungsweise ein paar Energieleisten könnte ich mir noch bauen. Oder Kabel, wie man sie auch nennen möchte. Thermal Expansion. So, ach, jetzt muss ich natürlich wieder hier drücken und dafür bräuchte ich die hier. Wunderbar, nehme ich mir mal 6 Stück mit. Das sollte auch vollkommen reichen. Dann einmal den Belt in die Hand genommen und dann mit 2 befinden wir uns dann in unserem Somcraft-Gebäude. Huch, da muss ich aber gerade ein bisschen was laden. So, und ich habe mir gedacht, das Ganze könnten wir eigentlich hier hinter aufbauen. Das sollte eigentlich vom Platz her locker reichen. So, indem ich das sozusagen hier einmal hinbaue. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt in die Mitte kommt das Ding noch. Das verbindet sich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann brauche ich etwas, eine Energielein. Die baue ich mal dann so auf. Einen Augenblick. Und zwar die dann hier dran. Und dann brauche ich noch etwas davon. Und eigentlich theoretisch kann ich die doch das Ding da so hinterstellen und das Ganze einmal so anmachen. Haha, wunderbar. Und wenn ich jetzt den Access Terminal nehme und ihn erstmal vorsichtshalber hier hinstelle, müsste normalerweise das Ganze mit dem Controller verbunden sein. Ist es aber noch nicht. Da scheint noch ein Fehler zu herrschen. Was ist da jetzt der Fehler? Also das kriegt genügend Strom normalerweise jetzt. Außer ich habe das wieder in den Configs geändert, aber dann dürfte das normalerweise nicht so lange an sein. Der ist an einem Block angeschlossen. Also die dürfen nicht an die Ecken, sondern hier an diesen dicken Blöcken müssen die immer angeschlossen sein. Genauso wie der Strom. Hier sieht es eigentlich richtig aus. Ach, ja, ich weiß, was mir noch fehlt. Haha, natürlich. Unsere Singularity fehlt uns natürlich noch. Wir müssen das ganze Ding ja noch ablinken. Momentan weiß es ja noch gar nicht, wohin es linken soll. Und dafür bräuchte ich etwas TNT. Einmal zu einer Seite. Das können wir mal ganz kurz hier auch über das hier schnell machen, weil ich noch was anderes brauche. Nämlich Enderpearl Dust. Und Enderpearl Dust zeigte mir jetzt wieder gerade nicht an. Müssten eigentlich über einen Pulverizer, wenn wir Enderpearls pulverisieren, eigentlich bekommen. Ich hoffe es zumindestens, dass da das Richtige bei rumkommt. Steck das einfach mal in den Pulverizer rein und bekommen Enderpearl Dust von Ender.io. Okay. Das ist Applied Energistic. Jetzt ist die Frage, ob das auch mit dem Enderpearl Dust von Ender.io funktioniert. Ich bin mir eigentlich zuversichtlich, dass das auch klappt. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir gerade etwas Enderpearl Dust vielleicht verbraucht. Was ich jetzt noch brauche, ist TNT. Und ich nehme mal hier die kleine Variante, das Tiny TNT. Etwas Gunpowder, etwas Certus Quarz, beziehungsweise Neta Quarz.
Ein Augenblick. Gunpowder haben. Halt, stopp. Ein zu wenig. Gunpowder habe ich. So, dann nehme ich Netherquarz. Das Schöne vom Tiny TNT ist, macht einfach keine so große Explosion. Nehme ein bisschen Erde zum Reparieren mit. Und ich brauche noch meinen Flint in Steel, den ich gerade hier so nicht drin sehe. Deswegen gucke ich nochmal ganz kurz, ob ich den vielleicht hier drin habe. Da habe ich den auch nicht drin. Hä? Wo habe ich denn meinen Flint und Steel gelassen? Irgendwo müssen wir den doch eigentlich haben. Wir haben ihn doch für unser Netherportal benutzt. Da sitzt der auch nicht drin. Huch. Kisten drehen wollte ich nicht. Da sitzt der auch nicht drin. Hey, wo habe ich denn meinen Flint und Steel hingeworfen? Eventuell. Ach, ich glaube, ich weiß, wo er liegt. Jetzt habe ich meinen Ring nicht hier. Einen Augenblick. Ich lege ihn mal ganz kurz eben hin. Wir brauchen es ja eh kurz Tag. Ich glaube, er liegt bei RS Magic. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass er das da liegt. Haben wir den hier nicht irgendwo mal gebraucht oder so? Bin mir gerade auch nicht sicher. Flint in Steel, Flint in Steel. Nee. Also irgendwie bin ich zu blind. Ich nehme mal jetzt hier einfach einen Flint und einen Iron. Eventuell habe ich... Ah nee, ich weiß, wo ich ihn habe. Ich glaube, ich weiß, wo ich ihn habe. Aber ich lasse mir die Dinger mal ganz kurz hier mitnehmen. Und zwar müsste der hier, glaube ich, liegen, oder? Ja, da liegt er. Flint in Steel. Wunderbar. Ach, hier ist auch gerade ein relativ schönes... Och, die Bäume sind auch gewachsen. Ein schönes Gebiet, was wir kurz aufspringen können. Und zwar einen davon. Flint in Steel in die Hand. Das ganze TNT kurz angesteckt. Einmal kurz in die hohe Luft jagen lassen. Bums hat's gemacht. Wie gesagt, das jagt nicht wirklich viel in die Luft, aber das reicht sozusagen. Und jetzt hat sich das Ding aufgespaltet in zwei kleine Kügelchen. Und die sind sozusagen miteinander verbunden. So, und was wir jetzt nur noch eben schnell machen, ist folglicherweise gehen einmal nach Hause. Einmal in den Keller rein. Gehen dann sozusagen einmal hier in die Mitte, machen Rechtsklick, legen einen davon rein. Und gehen dann, wie folgt, jetzt kommen ja auch diese schönen Partikeleffekte. Jetzt müssen wir natürlich noch nach Stormcraft kurz gehen. Eine Etage hoch. Eine Etage rauf. Und hier müssen wir das ganze Spielchen dann auch nochmal machen. Das da reinlegen. Und, ja, jetzt haben wir den Access Controller. Und wie ihr seht, wir können auf unser komplettes Inventar vom ME-System hier zugreifen. Was rausnehmen, wieder reinlegen. Funktioniert wunderbar. Ich kann zum Beispiel das Eisen reinlegen oder den Flint noch dazu. Sehr schön, so habe ich das gewollt und das ist ja wunderbar, dass das geklappt hat. Also, das ist sozusagen einer dieser Uplinks Access Terminals, der wird sozusagen hier hinter versteckt, wird hier sehr gut ja, versorgt mit Energie. Wir können natürlich das Ganze noch so einstellen, dass wir hier einen Hebel oder so dran machen, dann verbraucht es halt nur so lange Energie, wie wir eventuell hier sind. Ah, wir könnten das vielleicht sogar noch so machen mit einem... mit einem Player Detector oder so. Wenn ein Player Detector sozusagen in der Nähe ist, schaltet sich das System erst an, beziehungsweise hier die Magmatic Dynamos, beziehungsweise wir können auch eine Energiezelle hinsetzen. Ah, ich habe noch eine coole Idee, wie man das noch machen kann, so dass das System sozusagen nicht so viel Lava beziehungsweise Energie verbraucht. Wobei, wenn wir hier eh nicht in der Nähe sind, dann dürfte das eh nicht klappen. Aber es funktioniert auf jeden Fall und das freut mich. Und wie gesagt, den Keller, den werde ich jetzt demnächst nochmal umbauen. Ich hoffe, dass ich da vielleicht morgen schon ein bisschen Zeit zu finde, beziehungsweise vielleicht heute Abend, heute Nacht noch, wenn eventuell League of Legends fertig ist. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall steht dieser schöne Uplink, so wie das Ganze gebaut. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich denke mal, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich morgen in einer weiteren Folge. Mal schauen, was wir dann machen werden. Ich hätte natürlich gerne wieder Lust, ein bisschen mit Stormcraft zu machen. Ich hätte aber auch gerne mal wieder Lust, eventuell bei den Zwergen vorbeizuschauen. Also es ist einfach so viel, was noch zu tun ist. Wir haben natürlich noch immer noch RS Magic, wo wir erst ganz am Anfang noch stehen mit unserer Magie. Da könnten wir mal einen Boss mitkillen. Wir haben noch Witcherycraft. Also, eine ganze Menge. Auch Ender.io wurde noch gewünscht. Also, ihr wisst schon, da ist noch echt eine ganze Menge. Obwohl ich ganz gerne auch die Ender-Farm absetzen würde.
Ja, also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was würdet ihr am liebsten sehen? Wollen wir weiter mit Plight and Logistic machen? Also, obwohl da kann ich am besten erstmal den Keller für ausbauen. Oder ja, die anderen Möglichkeiten, die ich gerade sozusagen genannt habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Und bis dahin erst einmal. Ciao.